Ich also herzlich willkommen zurück zu Dead Rising 3. Ich habe mich zur Karaoke Bar begeben und man muss hier den VIP-Weg wählen. Oh, look who it is. Wanna screw me over again? Not this time, you little pipsqueak. Gary, hey. Gary, what are you doing here? What's that sound? Huh? What's that sound? It sounds like a little pipsqueak out there, don't it? You listen to me. You're letting me in there. Oh, now it sounds like you found some balls. Is that what happened? Gotta get her out of here, Gary. They're gonna bomb the city. People's lives are at stake. People's lives are at stake? How about my life is at stake? How about you think about me for a change? How about you give a shit about that? The boss has been on my case all this time over this Annie girl and bringing her back here. Well, I finally got her in there. Hold up. No thanks to you. For all I know, he'll off me if she gets away again. And he's gonna be here soon. I got anything to live for anyway. I'm all screwed up. What do I got? This crappy job? You hear me? It's a crappy job! Screw it. Screw it! Screw it! You hear me? I've been thinking about everything. Ever since this outbreak, I've been thinking about everything. I used to have it good. You know how good I had it? I was a wrestler! I made myself some big change. I had a beautiful wife, a big house. My wife, she was a... She was a great mechanic, too. I screwed it all up. I screwed it all up! Oh, God, I miss my Rhonda so much! You laugh at me. You laugh at me? I pour my heart out to you, and you laugh at me! Did you say you'd do anything to see your Rhonda again? Stand still! Even let me in there! Don't make me madder, you little pipsqueak jerk-off! All right, that's it. Either you get past me, or you do me a huge favor. That's the only way you're getting in here. Go ahead. Huh? Give me a reason to live. So, wir haben hier eine interessante Situation. Wir könnten, ganz simpel, tatsächlich einfach Gary angreifen und umbringen. Jedoch, das ist nicht zu empfehlen. Das heißt also, yep, wir machen die andere Richtung, die offensichtliche, die uns auch hier hervorgehoben wird. Find Rhonda. Ja. Wer könnte wohl Rhonda sein? Ey, shoot, hier sind so viele. So, erstmal gucken, ob wir hier irgendwie... Ich guck gar nicht erst hin. Gott, reiß euch doch mal zusammen. Ernsthaft? Seid gerade hier am Sterben? Hier sind die simpelsten Gegner. Ich kann verstehen, dass vielleicht diese Bienenkollegen unangenehm sind, aber der Rest, den seid ihr eigentlich gebacken bekommen. Oh, hier sind schon wieder so viele. So, wir haben das Fahrzeug vom letzten Mal noch hier. Man sieht, es ist nicht mehr in dem besten Zustand, aber mit ein bisschen Glück. Oh. Yo, lady in a fancy outfit fighting off the Zombs at the outdoor stage in Central. Don't you throw it in my face. Loves a drag. Guys, könntet ihr vielleicht nicht auf das Fahrzeug schießen? Wir hatten beim letzten Mal schon diese clevere Idee miterleben dürfen. Okay, seid ihr jetzt alle drin? Ich glaube ja. Ah, shit. Great. Meine Frage ist, ob in der Zwischenzeit hier die Zombies schon wieder respawned sind. Weil dann wäre es natürlich cleverer, hier oben entlang zu latschen. So, gucken wir mal. Love the Drag ist da unten, richtig. Und wir müssen zu Rhonda, die bei ihrer Garage ist. Hm. Okay. Wir waren erst vor kurzem einmal dort. Interessanterweise war sie nicht anzufinden. Okay, sehr schick. So, ich höre hier immer noch von den Kollegen welche. Seid ihr da unten irgendwo? Ah, wirklich? Oh, da ist der. Okay. Nice job. Severed ties. Okay, hier hinten ist immerhin schön wenig los, aber das wird sich vermutlich hier gleich in ein paar Sekunden ändern. Wenn wir wieder zur Hauptstraße kommen. Ja, sieht komisch aus. Sehr aggressiv auf einen Zug gewaddelt.
Okay, sehr schick. Oh, den hatte ich sogar schon so bekommen. Ja, eine Sache, die zwar nachvollziehbar ist, warum das so gemacht worden ist, aber es wäre wirklich schick gewesen, wenn diese Rancho-Ramas auch gleichzeitig einem die Möglichkeit geben würden, hier Sachen high zu spawnen. Come on, reißt euch doch mal zusammen. Ernsthaft, einfache Zombies. Also ist die einfachste Pistole, es schafft die so zu zerlegen. Guys, guys. Ernsthaft, Candy, Jesse, Anna, du scheinst einfach nur nett zu sein und wartest, dass die anderen weiterziehen. Also ich denke, das wäre wirklich cool. Ich glaube, das wollte ich beim letzten Mal schon anmerken, habe es aber nicht wirklich gebacken bekommen. Es wäre cool, wenn die sich so ein kleines bisschen cleverer anstellen würden. Ich kann verstehen, dass die nicht alle SWAT-Einheiten sind, aber wenn halt jemand ganz offensichtlich vor denen noch am Reingehen ist, dann wäre es doch sehr, sehr stylisch, wenn die anderen dann halt wenigstens so versuchen würden, den ein oder anderen Zombie auszuschalten. Sich so ein bisschen taktisch anstellen. Ich denke, es ist knapp. Wir wollen jetzt erstmal... Da hat sich wohl scheinbar alles auf den einen squishy Zombie fokussiert, wo der Reifen drauf stand. Und alles andere dann meint, hey, warum drehen wir uns nicht mal da drauf? Oh. Nummer 3 Punkte. Wo sind denn wir jetzt? Das wird, glaube ich, angezeigt gleich nur um 22. Holy moly. Okay, gucken wir doch mal ganz kurz. Ich weiß, wir könnten immer noch hier Sachen machen. Wir haben Melee so komplett aufgegeben. Wir wären bereit für Ranged, für mehr Ranged Ammo und Ranged Damage. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber wir sind immer noch nicht auf Level 50. 11 Level entfernt. No more precious slaughtering time wasted with a blowtorch. Das ist einfach nur mehr Crafting Speed. Sprint, Recharge und Duration, Knockdown Recovery und Dodge Recovery, Sprint, Maneuverability, Zombie Crowd Swimming. Und dann Money isn't everything, but carrying a larger Zombie Killing Arsenal just might be. 5 Punkte? Ja, warum nicht? Und dann Life. Mehr Life Cubes, Partial Regeneration, Survivor Recovery. Survivors may run off if things get tough, but they will always come back for more. Ja, das ist natürlich nicht verkehrt. Also Leute werden nicht mehr wirklich besiegt, sondern sie despawnen einfach. Man kann sie dann später wiederholen. So, das sind 6, das sind 10 Punkte. Die Situation, muss ich ganz ehrlich zugeben, klar, wir warten darauf, dass wir einerseits Level 50 erreichen. Andererseits aber, ich bin immer noch mal so ein bisschen vorsichtig, was Melee betrifft. Dass wir da immer noch mal ein paar Notfallspunkte haben. Das heißt also, ich denke, ich werde jetzt hier mal ganz kurz... Das mal ganz kurz so machen. Aber mir mal ganz kurz hier noch die Punkte aussparen. Denn wir hatten einmal eine Situation, wo wir auf einmal nicht auf unser gewohntes Waffenarsenal zurückgreifen durften. Das hat zwar funktioniert, aber eine Sekunde, in der, denke ich, wirklich ein stärkerer Gegner auf einmal auftaucht, da würde ich ganz gerne vorbereitet sein. So, ich glaube, wir müssen hier weiter runter. Ja. Kurzzeitig nicht mehr vor Augen habe, wo das Symbol dafür war. So, was passiert denn jetzt hier? Adam. Klingt eher wie Bibi. Aus Dead Rising 2. Oh, Love the Drag. Okay, ich verstehe. Ich hoffe, ich bereue es nicht, hier alles zu entfernen. You scared of the zombies or just that alpha? Hello, big boy. Aren't you delicious? Oh my God, stop it! Stop it, you'll scare him away. Are you okay? Either of you? No, I really need your help. I've been listening to the same BB love song for 3 days straight. And it's fabulous, darling. Doesn't it make you just want to get crazy?
today. Woo! Wow, you really got her down. Unfortunately. Don't encourage her. She's the greatest pop icon of our generation, but she's also a colossal diva. Excuse me? I am an artiste of the highest order. Right? Right? I adore her. I do. The show was supposed to be a tribute to her, but the audience, they turned it. Oh, God, they won't let me leave. Yeah, I've heard of rabid fans before, but this takes the cake. They fry the sound. That's why the song's on loop. I take out the speakers, but they turn on me. How am I supposed to work under these conditions? Baby, won't you save me? Okay, tell you what. Sit tight. I'll deal with the speakers. Oh, you are sensational, baby. Yay! You did it! Speakers toast! Keep going! Okay, das erklärt also, warum die da ganz gezielt drauf hinballern. Okay, könnten ihr dann, nachdem ihr zwei von denen schon angeschossen habt, den Rest auch noch machen? Dann gucken wir mal sonst nebenbei. Oh, ich habe sogar noch Platz jetzt wieder. Wie, das ist keine Combo. War, glaube ich, eine in Dead Rising 2. Okay, here we go. Ja, sehr schade, dass die hier nicht den Rest auch noch übernehmen. Okay, let's get out of here before they figure out what's going on. Darling, let's get crazy cozy and do a centerfold together. I mean, thank you. You saved our life. I mean, my life. No problem, but if you're coming with me, tell BB to dial it down a notch, okay? I'll try. Lead the way, beautiful. Oh, there's so many people and I look a mess. I need to fix my hair and makeup. There must be a safe house with a mirror. Okay. Mit anderen Worten, unsere Gruppe ist voll. Oh, wow. Was ist denn los? So, ihr beeilt euch mal bitte. Und ich räume hier nebenbei auf. Ja, das ist natürlich sehr schick. Das haben wir relativ zügig gelöst. Ich hatte da wieder Sorgen, dass dann man tatsächlich mehr machen müsste, aber... Wir haben jetzt einfach die Ehre, zur Ronda überzugehen. Das tun wir doch auch. Ja, auf jeden Fall Gary und Ronda. Es wurde hier schon mal so ein bisschen angemerkt, aber erst jetzt hat Gary wirklich hervorgehoben, dass die beiden scheinbar mal verheiratet waren, sind, wie auch immer. Okay. Unser Fahrzeug, es qualmt zwar schon so ein bisschen, aber das soll hoffentlich mal jetzt noch reichen. Ich brauche jetzt nicht irgendwie vor irgendwo Halt zu machen. Deswegen, ich bleib dabei. Zum Beispiel dieses Safehouse hier ist so richtig ungünstig platziert, weil immer Zombies davor sind, man nicht irgendwie reinfahren kann oder ähnliches. Und dementsprechend, man will da nie reingehen. Ansonsten, mir fehlen, glaube ich, auch nicht mehr viele Speaker. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das würde ich ganz gerne noch gebacken bekommen. Dementsprechend, weißt du was? Wir haben nämlich aktuell nicht mehr viel vor. Lass uns einfach mal gucken. Ich zoome mal so ein... Wow, hier ist überhaupt nichts. Antworten, das stimmt vermutlich alles nicht. Achso, zählt es, weil wir aktuell die Hauptmission haben? Denn dass hier überhaupt nichts angezeigt wird, ist natürlich eine große Lüge. Legend. Okay, ist auch nicht der Fall, dass man sagen könnte, man könnte die einfach entfernen. Ich spiele hier die Tragic. Das Tragic Event wird einem angezeigt. Ist da irgendwie eine Logik mit einem Radius, dass man irgendwie in der Nähe sein muss? Kann natürlich auch sein, damit man nicht einfach zu 100% alles durchplanen kann.
Also wir werden gleich nochmal, wenn wir näher zu Rhonda kommen, nochmal die Karte aufmachen. Hier ist angeblich wieder mal irgendwo was. Ah ja, tatsächlich da drin. Ich meine, genau jetzt, wo hier eh nicht mehr viel los ist. Was haben wir denn hier? No. Okay, sweet. Really? Oh man. Ganz schön, dass sie alle darauf zum Teil reagieren können. Da ist wirklich nur ein Oberteil. Uh oh, I'm on it. Ach, so eine abartige Waffe. Solange die nicht wirklich, nennen wir sie mal, special infected sind. Die überleben einen Schuss, wenn sie Glück haben. Ich weiß, ich kann es immer und immer nur wieder anmerken, aber es fühlt sich halt so merkwürdig an, gerade weil ich ja zwar jetzt auch schon wieder ein, zwei Jährchen her, aber auch erst vor kurzem. Ist das der richtige Weg? Ist zumindest nicht falsch. Wie wir den ersten und den zweiten Teil gespielt hatten. Dementsprechend, das fühlt sich ja alles so anders an. Und obwohl ich Spaß definitiv an dem Spiel habe, hier so ein bisschen durchzumähen. Dem Spiel fehlt definitiv so ein bisschen dieser Survival-Aspekt. Great. Reißt euch zusammen. Ja. Oh boy. Okay, dann fangen wir mal an, hier so ein bisschen mit unseren Waffen zu arbeiten. Nice. Weißt du was? Ja, gib mal. Take it. Use it. Gott, er kommt an denen nicht vorbei. Werden die eigentlich von der Flashbang beeindruckt? Weißt du was? Wenn wir hier schon unterwegs sind. Probieren wir doch mal ein paar Sachen aus. Gleich mehrere von denen. Right. Oh man, kann man da hoch? Da rein? Da hoch irgendwie? Kann man... Oh, nice despawn. Ja, man kann sogar tatsächlich hier hoch. Und hier sind sogar welche. Oh, sweet. Oh, come on. Ja, so kann man die natürlich auch befreien. Hatte die keine Waffe? Mir wurde nämlich damit die Waffe weggenommen. So, kommen wir von hier aus? Nee, da kommen wir nur runter. Das ist nicht die Idee. Noch eine Waffe hier. Dead Pipe, yep. Na, das klang ungesund. Oh, ein kompletter Hazmat-Suit. Cool, aber will ich nicht haben. Oh, hier brennt's. Geht's hier noch weiter hoch? Ja, okay. Sweet. Braucht irgendwer? Ja, Lauren. Holy moly, Mädel. This'll do. Thanks, buddy. You're welcome. I'm grateful. So, und jetzt kommt, glaube ich, hier so ein bisschen der Witz. Also ich mich hier clever an... Oh Gott, ihr habt ja alle so richtig auf die Nase bekommen. Und das ist die ganzen Explosionen, die ihr abbekommt. So, wer noch? Ja, ihr alle. Some rations für Jess. Interessanterweise Warren. No. Oh, hier behalten. So, jetzt kommt die Situation. Ich glaube, ich muss hier rauf und dann so springen. Yep, genau. Ist dafür... Break a leg at the show tonight or more. Okay, es gab hier also wirklich keine bessere Möglichkeit, so dahin zu kommen. Yep, ja. No. Ja, okay, meine... Soll funktionieren. Oder auch nicht. Okay. Leave it alone. Let's go. Weißt du was, wenn wir hier schon mal sind? Oh, nice Tackle. Wir haben hier nochmal was, was wir mitnehmen können.
Also warum nicht? Einer der simplesten. Heavy Metal. Seid ihr beiden die Kombination? Yep. Okay, da ist sie. Oh, aber, Rhonda, wir sind hier. Oh-oh. Oh-oh, irgendwas ist mit Rhonda los. Oh, no. Rhonda? Are you in here? Rhonda? Oh, God, Rhonda! Nick, honey, be careful! Jesus. Oh, they tortured me. They took my fucking arm! Rhonda, you'll be dead soon if we don't stop the bleeding. We only have a few minutes. First aid kit. To stop the bleeding. Maybe at Roy's Mart. But they're still around here. Looking for you. I'll be right back, Rhonda. Hang in there. Oh boy, ihr Arm fehlt. So, und hier haben wir da oben, wie man es schnell schon sehen kann, einen AP-Balken, der aufgebraucht wird. So. Here we... Oh. Ha, ich hab zu spawnen sehen. Weißt du was? Hier müssen wir tatsächlich, denke ich, sogar Firepower wählen. Au. Au. Ist das der da oben, der das macht? Ja. Au, wer ist das jetzt schon wieder? No one knows. Da hinten ist nochmal einer. Okay, gut. Roy Smart. Go, 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 go. Ja, gut. Ja, sonst wird es ein Problem mit Gary. Rhonda, stick with me, please. Rhonda? Rhonda? You asshole! Oh, Nick? I ain't going towards no freaking light just yet. Hell no! Okay, listen, Rhonda. We need to get out of here. You gotta come with me. I told you, I can't. I found Gary. Gary? Oh my God. Oh my God, how? Where? Are you sure? Yeah. Oh, my beautiful boy. Let's go. No! I can't go looking like this. I think that's the least of our problems right now. Let me help you up. Come on. We gotta go. First impressions are everything. I'm not going until I look presentable. Get some acetylene tanks, a soldering iron, and a hinge. We'll rig something up. Go! Okay. Yep. Prioritäten. So, der erste ist zum Glück gleich hier. Das zweite scheinbar gleich hier. Und das dritte ist gleich da oben. Okay, wir sollen also gar nicht so weit latschen. Angenehm. Wir müssen es auch nicht selber suchen oder ähnliches. Tada! So, ich bin mal ganz kurz so frei. Warum seid ihr alle so angeschlagen? Ich habe doch das ganze Zeug abbekommen. Okay, whatever. Oh, wir haben noch 500, 300 Schuss von den 500. Ready to rumble. Let's go. Yep. Wir haben damit einerseits einen Flamethrower bekommen. Wie kann ich die Dinger hier nicht aufmachen? Press for more info. Achso, ja. Leaf Blower und Cooking Oil. How the hell did you find my sugar plum? Oh, wow. Hier ist wirklich nicht offen. Bleibt die jetzt für immer zu? Weil das wird nämlich ein Problem.
Purchase the food combo category in the player attributes screen. Start combining foods. Habe ich das nicht sogar theoretisch? War das nicht sogar einer der ersten? I don't know. The food combo category in the player attributes screen. Oh, das ist einer von denen hier. Das da, Unlock Combo Food. Muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich noch nie gemacht. Nitrogen Frozen Peanuts, Bacon Spurification, Piece of Cake for a Master Gastronomer. Unlock Combo Food. Huh. Irgendwas Interessantes, was man hier ernsthaft noch braucht? Eigentlich nicht. Also ich kann es nicht empfehlen, das meiste von hier oben zu kaufen. Selbst das Fahrzeug war ein Fehler. Das hier geht in Ordnung. Wenn man das meiste aus der Kategorie ernsthaft immer und immer wieder braucht. Soll ich es trotzdem mal machen? Ja, machen wir es einfach mal. Wir werden mal wissen, was dahinter steckt. In Start Combining Foods. Okay, also scheinbar, wenn man dann irgendwie darauf trifft. Zwei Sachen irgendwie kombinieren. Also was, wir machen es einfach mal. Oh, here was the guy who wanted me to go fight Annie in the first place. Combo. Okay. A Randomizer. Okay, ja, Randomizer können wir mal ganz gepflegt knicken. Was wir übrigens auch knicken können, ist scheinbar hier irgendwelches Zeug aufzuheben, denn ihr steht mir alle im Weg. Guys, kommt zu mir. Hallo. Yeah. Kannst du eine Waffe trotzdem irgendwie tragen? Nope. Oh, no. No. Ja, zu erwarten. So, ich würde ganz gern trotzdem hier Heavy Mace haben. Ja, und die werde ich zumindest mal gucken aufzubrauchen. So, dann würde ich sagen, dadurch, dass wir hier das größte... Hat er das überhaupt nicht mitgemacht? Das da bitte, genau. Ja, ich darf wirklich hier nicht das... No, du solltest nicht die Gläser anlegen, du Dinges Khan. Dankeschön. Jetzt habe ich keine Möglichkeit, das wieder aufzumachen. Vielleicht geht es automatisch wieder auf, wenn man erstmal weit genug weg ist. Aber das hilft mir für meine aktuelle Situation so überhaupt nicht weiter. Wo ich mich schon wieder frage, was passiert, wenn ich jetzt speichere, das Spiel verlasse und wieder zurückkehre? Das Spiel geht nämlich ganz gerne hin und schmeißt einen zum nächstbesten Ranch-O-Rama. Ich frage mich, wenn ich das jetzt mache, ob das irgendwie mir helfen würde. Das Problem ist definitiv ebenfalls, dass es kaum Fahrzeuge gibt, die so viele Leute erlauben. Und ich will da eigentlich auch nicht hinlaufen. Meine Frage ist, gibt es irgendwas, das mit einem Taxi kombinieren kann? Weil uns geht es in erster Linie wirklich darum, ein Fahrzeug zu finden, das einfach nur groß ist. Junk Car, The Turret Rig, Steamroller und Sedan. Sonderweise, warum ist das eine locked? Haben wir das nicht freigeschalten? Okay, dann holen wir uns das Ding auch noch. Ja, vielleicht kann ich das Ding einfach simpler hier mit zusammenzimmern. Ich brauche nur ein großes Fahrzeug. Ich brauche nur ein großes Fahrzeug, ja. Weiß noch nicht, wo ich großes Fahrzeug jetzt einmal auf dem Nirgendwo-Zimmer. Okay. Wie folgt? Ich dachte, ich höre was. Wir steigen jetzt hier mal ein. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier in Babygeschwindigkeit voranfahren. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden. Ja, super. Ja, super. Irgendein größeres Fahrzeug, das wir hier kombinieren dürften. Ja, great. Super. Naja, hier ist das Problem. Hier ist so viel. Also was, ich fahre einfach mal los. Ignoriere die Spaßvögel hier. Wenn sie despawnen sollten,
dann soll mir das zum gewissen Grad sogar auch recht sein, genau. So, jetzt gucken wir mal. Dude. Yes. Muss ich ganz genau, wo ich dafür hin muss. So, und wisst ihr was? Wir belassen es einfach mal bei denen, die wir jetzt hier haben. Guys, einsteigen. Das ist ein ganz simples Konzept. Sind ihr alle drin? Yes. Gut. Dann, let's go. Hier ist was, was wir angeblich mitnehmen könnten. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Waren wir nicht sogar mal da drin? Ja, überraschend, dass es hier jetzt nichts ist. Kill the zombies around Mike. Can do. You're welcome. Gut. Ja, dann würde ich natürlich sagen, I'm getting the hell out of here. Yeah, you should. Obwohl ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, wie die halt nicht die Entscheidung treffen, sich uns anzuschließen. Aber hey, manche sind halt so. Und tatsächlich alleine besser unterwegs oder ähnliches. So, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen das Ganze mal so ein bisschen auch anders hier jetzt an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal über den... Oh, hier ist auch gleich nochmal einer dieser Speaker, die wir kaputt machen können. Sehe ich den von hier? Yeah! Da war es nur noch einer. Haben wir den irgendwie schon mal wieder gefunden? Okay, es wird aber scheinbar wirklich nur einen gewissen Radius angezeigt. Soll ich die Dinger hier einfach mal einsammeln, die hier sind? Erstmal werde ich mal ganz kurz hier gucken, so viele von denen auszuschalten wie möglich. Dann werden wir unsere Minigun hier noch aufbauen. Okay, das war doch gar nicht verkehrt. Dann will ich mal ganz kurz gucken, ob wir nicht sogar nochmal hier die ein oder andere Sache mitnehmen können. Oh. Oh, das war weniger als erwartet. Was kriegen wir denn hier so Feines? The Grizzly Bear. Also ich bleibe dabei, mittlerweile sind es zu viele. Holy moly, halten die viel aus. Leicht übertrieben. No, das habe ich nicht ansatzweise gewollt. Nice. So, die hatten Bienen. Das ist natürlich gar nicht falsch. Meine Frage ist, habe ich dafür Platz? Oh, Combo. Oh, richtig. Ich kann mittlerweile ja auch da mehr machen. Sehr schick. Bitte nicht das einsetzen, während ich da in der Nähe bin. Danke. What? What? Guys, what are you guys? So, irgendwo ist hier ein Tragic Death. Ist der über uns? I don't know, aber das hier ist hier. Fighting Gloves. Erzähl doch mal. Erzähl mir mal. Game Console und Toy Gun. Okay, nicht so erwartet. Game Console, Toy Gun. Einfach mal testen. Oh. Okay. Das Ding haben wir jetzt ein bisschen genutzt. Und ich will weiterhin meine Saar an meiner Seite haben. So, komme ich von hier aus irgendwo auf dem Dach? No, natürlich nicht. Oh, ist das mein Fahrzeug, das da hinten in die Luft fliegt? Scheinbar. Okay, wenn der Kollege jetzt nicht hier direkt zu finden ist, weil das ist nämlich der, den wir gesprengt haben. Hm,
Also wie würde man da theoretisch hinkommen? Müsste also irgendwie es auf das Dach schaffen und dann darüber sprengen. Schade, dass ich das nicht habe. Aber. So, gucken wir mal, was wir hier sonst noch in dieser Straße finden können. Bevor wir da seitlich und dann haben wir da in dem Ding nochmal welche drin. Schöner Sprung. Okay, das scheint also dann doch nochmal ein bisschen weiter weg zu sein. Oh, lass euch doch nicht von denen nass machen. Okay. Dann vereinen wir die beiden Nasen mal wieder. Und finden mal raus, hoffentlich, wer dieser Boss ist. I'm not quite the same woman I used to be. You're even hotter. You listen to me, kid. You tell the boss if he comes by here, he could go screw himself. I'm not missing out on anything else. Let him do his own dirty work. I finally have a reason to live. Come on, baby. Let's go make some noise. Gary? Oh, yeah. Forgot, sorry. Here. I put her up high. I put a bunch of zombies around her. Just be careful in there. What? Yep, und Rhonda ist es vollkommen wurscht. So, was haben wir denn hier? Disco-Top. Sieht doch schon mal besser aus. Was haben wir hier noch so feines? Disco-Pants. Yes. So, und jetzt retten wir sie mal. Ist angenehm, wie viel Munition hier da drin ist. Sonst noch wer? Ja. Yep. Wunderbar. So, bevor wir uns jedoch zu ihr begeben, sicher ist sicher, man weiß ja nie, ob dann auf einmal das Spiel gleich sofort meint, einen weiterzubringen. Shut up. Gibt Wichtigeres. Frankie! Frankie! Yes, danke schön. Oh, hier ist nochmal eine Leather Jacket. Na, wir bleiben mit dem hier. So, wie geht's euch eigentlich ein? Oh, ihr bräuchtet eigentlich auch mal ganz dringend Hilfe. Oh. Good we not? Achso, da ist noch einer. Ich treffe ihn auch nicht. So, was bekommen wir denn hier so feines? MMA und The Jazz Hands. Yeah, of course. Schön und der Feiner. Aha, okay. Gut. So, dann. Wer will Wodka? Lauren, du siehst mir aus wie jemand. Der ist ganz dringend geworden. Ah, jetzt, dadurch, dass wir ja Rhonda weg sind, sind wir jetzt tatsächlich noch zu dritt. Ja, richtig. Okay, das soll es tun. Hi. Yeah, no problem. We should definitely do stuff, leave or something. I was just gonna say that. Where's Red? He's supposed to meet me here, but he hasn't shown up. You think that loser outside chased him off? Well, I told him if there were any problems to meet us at the plane, so maybe he's there. Let's go. And Nick? Annie? Red and I, we used to be together a long time ago. We're not now. He's still weird about it sometimes. Just seemed like he wanted to know. Seemed like I wanted to tell you that. I'm just...
I'm really happy you keep showing up. Let's get to that plane. Ja, die beiden mögen sich. Aber dadurch, dass Annie halt gefühlt für 2 Sekunden hier immer dabei ist und dann wir Gopher-mäßig irgendwas anders machen müssen, das ist alles so ein bisschen... Ja, okay. So, ich gehe mal von Eisenhardt aus, dass unser Fahrzeug da oben zerstört worden ist. Das heißt also, wir brauchen hier gar nicht erst versuchen, da hochzugehen. Okay, mittlerweile muss ich ganz ehrlich zugeben, dass mir die Waffe weniger gut gefällt, weil die starke Attacke zu dem Wind-Up hat. So, take Annie to the plane. Oh no, whoop. Ja, die sind die alle ein Problem. Oh boy, sind die viele. Aber dafür haben wir hier dieses Lichtschwert. Und dieses ist, oh, noch 10 Level, nice. Das Lichtschwert ist nämlich richtig gut. Oh, und auch schon wieder weg. Bye. No, Finger weg. Das war die Idee. No. Oh, das ist Motoröl. Oh. So, lass mich mal hier durch. Ja, oh, shit, hier sind so viele. No, nicht irgendein... Würdest du den mit der Queen Bee zerlegen? Ja, das ist das Problem hier zum Beispiel. Oh, der Rake ist mit einem Angriff mehr oder weniger kaputt. Ja. Yep. So, ich hoffe, ihr kommt hinterher, denn ich will ganz kurz hier rein. Hier ist nämlich immer richtig viel Essen. Das ist ein bisschen interessant, selbst nach der ganzen Zeit, die wir hier bisher hatten. Dass das Zeug immer noch alles hier ist. So, und ein Bier für Jesse. Great. Wie viel Platz haben wir? Wir haben noch 2 Plätze frei. Dementsprechend, bis ich was Besseres finde, essen. So, wir werden mal so ein bisschen die neuen Sachen hier nutzen. Während wir uns auf den Weg machen, wieder ein Fahrzeug zu spawnen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde es interessant, dass wir immer noch... Wo wird das angezeigt? Ja, hier 2 Tage 16 Stunden haben. Denn wir laufen definitiv so langsam aufs Ende des Spiels zu. Okay, wir wollen dorthin und dann einfach dort hinten hinfahren. Das sollte hoffentlich alles funktionieren. Ja, Tür auf. Dankeschön. Oh. Ich glaube, das hat nicht einen von denen getroffen. Please no. Too chunky! Kommt da nicht durch. Dankeschön. Oh, really? Ich habe den ersten Schlag gelandet und habe nicht getroffen. Oh, man kann sogar zielen. Okay. Okay, die Waffe ist ernsthaft für den Hintern. Ist ja unglaublich. Ich will hier einfach nur durch. Aber die Dicken macht er damit platt. Beeindruckend. Oh, wow. Kann er sogar tatsächlich mit mehrere in einer Reihe treffen. Oh, boy. Oh, danke schön. Ich hoffe wirklich, dass der andere Rancho-Rama da wieder freigelegt wird. Denn da von den 4, die man ja eh nur hat, auf 3 reduziert zu werden, ist schon etwas übler. Aber gleichzeitig denke, man kann ruhig dabei bleiben, dass das Ganze überall Kombos erstellen, überall Fahrzeuge spawnen. Ach ja, weniger. Überall
Safe Houses zu haben, wo man dann einfach neue Waffen spawnen kann, ist ein komplett anderes Feeling, weil man nicht mit einfach dem arbeiten muss, was man finden kann in den jeweiligen Orten, sondern einfach sagt, ich nehme einfach das, was ich weiß, was funktioniert. Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen gleichzeitig die Frage. Das ist hier zum Beispiel auch nicht wirklich hervorgehoben, oder? Map und Missions will ich eigentlich. So, das kann weg. Es gibt hier zum Beispiel auch keine Hervorhebung, wie viel Zeit wir noch haben. Was eigentlich auch eher ungewohnt ist, denn... Man überlegt natürlich schon so ein kleines bisschen, wie zum Kuckuck schaffe ich es jetzt hier noch 10 Level-Ups zu bekommen. Dann einfach nur im Kreis zu fahren und irgendwelche... Upsi. Und irgendwelche Zombies töten in der Hoffnung, dass das gute XP gibt. Das ist es ja dann auch nicht. Ich vermute, sowas wie Challenges könnten noch so mit der große Punkt sein. Aber nur so ein bisschen dabei, dass die meisten Challenges eher frustrierend sind. Weil man zum Teil sehr aus dem Weg gehen muss, um die umsetzen zu können. Das heißt also, wie bei meinem ersten Playthrough, wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir nicht ansatzweise Level 50 erreichen werden. Das ist sehr schade, aber anders geht's nun mal nicht. Eine Frage ist, ob ich jetzt hier nochmal ganz kurz was hole, denn hier ist überraschenderweise weiterhin nichts los. Wird definitiv... Nicht mehr Leute an meiner Seite haben. Ja, schön. Also, was bist du denn? Ordnung. Was haben wir sonst noch so? Ketchup? Mustard? Die andere Richtung. So, jetzt haben wir was zu essen. Die Waffe habe ich auch noch nie eingesetzt. So, brauche es... Alle guten Dinge sind 5. So... Wir holen uns eine Sarah, wenn ich sie finden würde. Hier, sehr gut. Und dann würde ich doch mal sagen, gucken wir nochmal so ein kleines bisschen, was wir sonst noch so kriegen können. Shockblast ist mir zu simpel. Splitter. The Impact Hammer würde mich natürlich in... interessant, wie er das trägt. So, ist es das schon wieder? Noch einen hätte ich noch. Aus dem Weg. Bone Crusher. Zombie Gas. Weißt du was? Ich würde es einfach mal mitnehmen, einfach mal rauszufinden, was zum Kuckuck das ist. Alles klar. Finde ich sehr angenehm, dass hier wenig los ist. Können wir noch mal ganz kurz hier gucken. Da war noch mal was. War ich nicht dort? Lass uns mal da hinten hinfahren. Oh, Lauren. Zack, zack, kann man. Warum sitzt Warren vorne bei uns? Lass mal ganz kurz hinten gucken. Ja, hier ist auf jeden Fall so eine Ecke. Hier habe ich das Spiel euch so präsentiert, wie ich es damals mehr oder weniger gespielt habe. Mit anderen Worten, diese Ecke hier war eine, die mir so komplett unbekannt war. Und dementsprechend sehr ulkig fand, als wir dann hier auf einmal rausgelassen worden sind. Nachdem wir gefangen genommen worden waren. Achso, da unten. Guten Tag. Ja, auch hier sind wir schon ganz gut dabei. Annie. Ja, du siehst sehr merkwürdig aus, wenn ich es mal sagen darf. Siehst aus, als wärst du in Öl getunkt worden. Nice. Das war zwar jetzt nicht so geplant, aber die Idee war natürlich, das so aufzumachen. Ja, auf jeden Fall ist relativ wichtig. Dieser Underground-Kampf ist so ein Ort, den man schon mal so überhaupt nicht mehr betreten darf. Denke nicht, wenn ich da reingehe, dass ich da auf einmal nach unten komme.
nochmal mit, richtig? Ich bin da reingekommen und komme jetzt noch nicht mehr. Okay, ich werde jetzt hier einmal kurz umdrehen. Ich denke nicht, dass wir da unten irgendwie hinten. Ja, komme ich auch nirgendwo mit hin. Könnte jetzt sein, dass wir gleich wieder aussteigen dürfen. Oder auch nicht, sehr gut. Frag mich, ob wenn ich das Fahrzeug nehme und mit dem Van kombiniere, ob ich dann auch wieder einen Turret Rig bekommen könnte. Hilfreich wäre es. Aber wie angemerkt, das ist so ein bisschen das Problem. Man bekommt diese ganzen Tanya. Hi. Where is she? Man bekommt diese ganzen Combo-Sachen und man versucht sie auch schon so ein bisschen umzusetzen. Aber nachdem man es einmal gemacht hat. Ja, ja. Ist es manchmal nicht sehr selbstverständlich, sich sowas zu merken. Du bist ins Fahrzeug gerannt, Lady. Okay, hier scheint zum Beispiel gar nichts mehr großartig zu sein. Also entweder haben wir schon gut aufgeräumt, das Spiel ist buggy. Oder hier war grundlegend nicht viel. Okay, dann würde ich sagen, wir begeben uns da langsam hin. Hey, if we make it through this thing, we're making it through this thing. I'm thinking we should hang out. Ah ja. Let's go on a date. Hey, you move pretty fast, don't you? Look around. We don't have time to go slow. Ist hier wirklich so rein gar nichts? Lass ich mal so ein kleines bisschen hier weiter herumfahren. Mal ein bisschen Zeit schinden. Gerade so hier hinten ist so viel an Zombies, wo man sich dann wieder fragt, warum seid ihr A hier so geknüppelt? Ja, man sieht, hier sind so ein paar Military-Zombies ebenfalls am Start. Aber ansonsten. Aha, ich glaube, das da hinten waren keine echten Zombies, das waren einfach nur Schatten. Hier ist auch kein Speaker oder ähnliches. Ja, die kommen da rüber reingesprungen, ja. Ich sehe auf jeden Fall jetzt schon irgendwann das Problem auftauchen, dass wir... Ich meine, es ist so der Fall. Mir fehlt nur noch ein Speaker. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte ist. Also ich hätte vermutet... Also das gucken wir mal ganz kurz hier. Was haben wir denn hier so für eine feine Challenge? Ja, komm mal. Normal. Normal. Nothing but irgendwas. Use nothing but fire-based weaponry. Kill as many zombies as possible in the given time limit. Lass mich raten, fire-based bedeutet nicht firearms. Ich hab leider nicht sowas wie ein Flammenwerfer. Warren. Sehr gut. Ich fahre hier wirklich gerade aktuell nur lang, um herauszufinden, ob es hier nochmal irgendwas gibt. Oh, dadurch komme ich hier zu dem einen Bereich des Safe Houses. Muss ich zwar dann trotzdem da hocharbeiten, aber man würde da hinkommen. Ist zwar ein Umweg, aber es ist ein Weg, dorthin zu kommen. Okay. So, da hinten haben wir wieder die Pew-Pew-Kollegen, richtig? Hm. Ja, sehr schade. Ich dachte gerade, weil wir hier relativ wenig waren, mit Ausnahme wirklich von hier unten, dass die Chance sehr hoch wäre, dass hier der letzte Speaker ist. Schade eigentlich. Hide Panel? Achso, dann kann man das einfach so ansehen. Ja, also bitte fragt mich nicht, wo der letzte ist. Wir werden ihn vermutlich auch nicht finden. So, ich
denke, wir werden uns jetzt hier gleich voneinander verabschieden. Und ich werde das ganz bewusst sogar hier machen. Denn ich will mal nochmal nachlesen, wie das Spiel tatsächlich zum Ende hin abläuft. Denn es heißt, wir haben jetzt hier noch gut 2 Tage plus Zeit. Meine Frage ist, denn irgendwann würde man das Spiel durchspielen. Wie das aussieht, wenn man halt, sagen wir mal, zu früh das Ganze durchspielt. Wird irgendwann Zeit übersprungen oder ist es dann einfach Wurst? Denn ich würde natürlich trotzdem ganz gerne irgendwie noch 10 Level-Ups bekommen. Zugeben, ich würde, selbst wenn ich wüsste, dass man sich die Zeit nehmen könnte, nicht hingehen und jetzt die ganze Zeit irgendwie Challenges oder ähnliches. Wow, die sind alle schon wieder respawned hier. Irgendwie Challenges machen. Aber wie man sich natürlich... Oh, great. Okay. Warum entschuldigst du dich für etwas, was du nichts mit zu tun hast? Die Waffe ist so schlecht. Mhm. So, ist das nicht hier sogar der Wrench-O-Rama? Ich glaube ja. Gut, ich werde ganz kurz ein neues Fahrzeug für mir holen. Werde nochmal so ein bisschen reinlesen. Gerade ob es irgendwelche Tipps gibt, wie man vielleicht nochmal schneller zu Level... Sweet. Zu Level 50 kommen kann, damit wir wenigstens so ein paar Punkte diesbezüglich investieren könnten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit entweder neuen Informationen oder... Weißt du was, ich nutze den hier. Oder mit der nächsten Story-Sequenz. Aber ich kann den Super-Zombie nicht greifen. Gut, ich bedanke mich, verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.